So. Okay. Los geht's. Wo muss ich hin? Blub. Achso, wieder zum Morgenrot-Ding. Alles klar. So. Dann haben wir jetzt offiziell den Krieg angesagt, ne? Jetzt geht's gleich richtig ab. Jetzt geht's gerade richtig ab hier. Welches Level habe ich eigentlich hier? Ich habe es auf Deutsch. Achso, du müsstest das doch wissen. 46 ist die Main Story jetzt. Also wir kommen im Hauptspiel langsam. Wir kommen langsam zum Ende vom Hauptspiel. Zumindest von dem Grundhauptspiel, sagen wir es mal so. Dann kommt ja noch 2.0 und das ganze Gedöns. Aber wir machen Progress, eindeutig. Ist mir aber nie so aufgefallen, dass es so schlecht ist. Echt nicht? Na gut, das ist bei dir aber auch schon ein paar Jahre her, ne? Dass du das gespielt hast. Ein paar Jahre, also schon ziemlich lang, ne? So. Seit langem mal wieder hier bei der Morgenröte unterwegs. Ist schon ein Zeitchen her. Hallo, dürfte ich rein? Dankeschön. So. Okay. Ja, wird meiner Meinung nach Heavensward besser? Die Synchro? Wieso wird die besser? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Synchro da besser wird. Minfilia, grüß dich! Da bin ich wieder. Eine gemeinsame Strategie. Ein Glück, dass sich die Eoseische Allianz ihrer Stärke besonnen hat. Ja, gerade noch. Aber sie haben den Biss noch nicht verloren. Und sie werden kämpfen bis zuletzt. Servus Lux, freut mich, dass du dich her verirrt hast. Die wird besser, die Synchro? Die Deutsche? Wirklich? Ich tippe mal darauf, dass sie da mehr investiert haben. Ja, das kann sein. Wenn sie schon gesehen haben, dass das Spiel erfolgreich ist, dann können sie auch ein bisschen mehr Geld dafür in die Hand nehmen. Beziehungsweise haben halt auch schon das Budget dann. Obwohl Square Enix hat eh ein bisschen Budget, aber so ist es nicht. So muss sich Großvater damals gefühlt haben. Hast du sie mit deiner besonderen Kraft zu diesem Entschluss gebracht, Minfilia? Nein, es ist das Licht der Morgenröte, das beginnt, den Himmel über Eosea zu erhellen. Aber zeige ich nochmal irgend so ein krasser Storykampf, oder? Ah, genau zur rechten Zeit. Ach, ich werde schon sehen. Wir sind gerade zurückgekehrt. Schon in Ordnung, Sid. Wir müssen alle in engem Kontakt bleiben und planvoll vorgehen. Sid, kannst du in Ulda die Stellung halten? Ich wette, du weißt nicht, wer der Großvater von dem ist. Du meinst dieser Markitech-Typ, der Hauptanführer von den komischen? Verirrt ist gut, ich habe gerade deinen Ruf. Ja, ne, also, weißt schon, was ich meine, ne? Also, ich nenne es halt verirrt. Klingt schöner. Kein Problem. Wo immer ihr mich braucht, ich bin bereit. Es wird einiges zu tun geben. Na, dann auf in den Kampf. Tankred geht mir nicht aus dem Sinn. Wir können ihn nicht einfach den Ascians überlassen. Shameless Self-Promotion. Schon lange erforschen wir die Himmelsboten, wie man die Ascians auch nennt. Ja. Sie sind die düsteren Schatten im Hintergrund der Geschichte. Sie sind körperlos und auf diese Art quasi unsterblich. Sie ergreifen Besitz von dem Körper des Unglücklichen, dem ein Kristall der Dunkelheit in die Hände fällt. Achso, das ist mit Tankred passiert. Der Großvater von Alfino? Nein, keine Ahnung. Also der Tankred ist gar kein Verräter, sondern er hat nur so einen Kristall der Dunkelheit irgendwo herbekommen und deswegen... Die Kristalle sind die Schnittstelle und der Schlüssel zu Tankreds Rettung. Okay, verstehe. Das ist ein Kristall der Dunkelheit? Nur ein Replikat. Ah, ach so. Es wurde aus denaturierten Elementkristallen hergestellt. Wir haben ihn von Baldesions Gelehrten bekommen, die unsere Forschungsarbeit unterstützen. Echt? Haben sie schon oft gesagt? Tankreds Gebiet waren die Ascians und wie sie den Körper wechseln. Er war... Ah, das war jetzt keine Absicht. Luis Vars Tod hat ihn hart getroffen. Er wollte die Lücke füllen, die dadurch in unserem Bund entstanden war. Ja,
sich verändert. Das habe ich schon gemerkt. Der Ehrgeiz und das Gefühl, alle Verantwortung auf seine Schultern nehmen zu müssen, hat ihn zu viel riskieren lassen und den Ashians eine verwundbare Seite geboten. Im allerersten Video hast du ihn auch gesehen. Wenn wir den dunklen Kristall zerstören, den Tankred trägt, Obama zu sehen wird. Frei von dem Geist, der ihn in Besitz genommen hat. Wüsste ich jetzt, würde mir nicht einfallen jetzt. So viel habe ich schon von dir verlangt. Und schon so oft warst du uns die letzte Rettung in der Not. Nun, fürchte ich, muss ich dich erneut um Hilfe bitten. Nur noch dieses eine Mal. Tu es für Tankred und für Eorzea. Das ist eine letzte Mal, sagte sie vor den drei Addons, die noch kommen. Ich danke dir, von ganzem Herzen. Der alte Mann, der den Schild heraufbeschwor... Aloysois, okay. Okay. Du weißt, dass uns die Krieger des Lichts retteten. Ja, der andere mit dem französischen Namen halt, ne? Katastrophe erfasste. Viele tuscheln, dass du einer dieser Krieger des Lichts seist. Du hast ja ganz Eorzea bereist und unzählige Primae besiegt. Es waren drei. Drei Primae. Das ist nicht unzählig, das sind drei. Kennst du die Definition von unzählig? Aber ist ja nicht so ist oder klar, nicht, oder? Ist unwesentlich. Aber ich bitte dich nicht deiner Vergangenheit. Fun Fact, das sind drei mit so einem Namen. Dem, wer ist der dritte? Ein tapferer Kämpfer, der zu hohen Idealen steht. Sie ist hot, sie muss nicht genug sein. Dies macht dich mehr als alles andere zu einem Krieger des Lichts. Und es werden noch einige Primals mehr, oder Primal, okay. Primal ist der englische Begriff für Primal, weil das gefällt mir besser. Dann sage ich aber jetzt Primals, weil Primal klingt ein bisschen bescheuert, finde ich. Ah, okay. So, okay. Ich hoffe, dass es ein paar mehr werden, ein paar mehr Primals, weil drei wär schwach. Ich meine, da fehlt noch Bahamut, es fehlen noch viel. Bahamut, Karfunkel, Quetzalcoatl oder wie man das ausspricht, ich habe keine Ahnung. Was noch? Viele halt. Anima, wenn es das gibt, wahrscheinlich nicht, ne? Yojimbo? Einige. Sehr viele. Shiva. Kerberos. Oder Cerberus, je nachdem, wie man es aussprechen will. Alle da? Na, dann lasst uns beginnen. Gerade haben wir Botschaft von der Allianz erhalten. Die Strategie steht nun fest. Wir stehen vor einer großen Schlacht, die in dieser Form noch nie stattgefunden hat. Das Ziel ist die Eroberung eines zentralen Stützpunkts der Galea auf eorzeischem Territorium. Armut ist ein Raid. Ja, das dachte ich mir. Ich zeige euch die Positionen aller Einheiten auf der Karte. Haltet euch nicht damit auf, euch alle Einzelheiten zu merken. Das Gesamtbild ist wichtig. Aber prägt euch eure eigenen Positionen gut ein. Jeder muss genau wissen, was er zu tun hat. Oh, jetzt geht's richtig ans Eingemachte hier. Jetzt geht's ab. Die genauen Anweisungen werden dann vor Ort erteilt. Okay, das klingt ja schon fast nach einem Endkampf hier. Also vorerst die wichtigsten Stützpunkte der Allianz. Hier im Westen ist Limsam Lominsa, im Süden Ulda und im Nordosten Gridania. Die Galea haben ihre Stützpunkte hier errichtet. Nordöstlich von Limsa liegt Castrum Occident. Occidens und mitten in Rotanosee Castrum Marinum. Nördlich von Ulda liegt Castrum Meridianum und im Nordwesten noch näher von Ulda ein Küstenvorposten, der die Verbindung zum Castrum Marinum herstellt. Alter, ich sag's dir was. Diese ganzen Namen hier, ist heftig schlimm, oder? Knapp vor Gridania befindet sich Castrum Oriens, direkt östlich der Stadt. Werden niemals im Spiel relevant sein. Ja, doch sind sie ja gerade. Und im Zentrum Eorzeas in Mordona liegt Castrum Centri. Das sind so Worthülsen. Bei unseren Operationen wird es um Castrum Meridianum nördlich von Ulda gehen. Dort sollen die noch unvollendete Ultima-Waffe stationiert sein. Ihre Zerstörung ist das Ziel der Mission. Am Arsch, am nächsten Addon kannst du wieder vergessen. Glaubst du wirklich? Glaub nicht. Das ist wie Technobubble für J-Fantasy-Shit. Die ganzen Castrums, um die geht's gerade. Um das zu Wege zu bringen, müssen wir das Lager völlig von den anderen Lagern abschneiden.
Das Castrum ist alleine schon stark genug geschützt von Jalm, dicken Mauern und das von Gaius selbst. Wenn auch noch Verstärkung von außen kommt, haben wir nicht die geringste Aussicht auf Erfolg. Ich wurde in eine Gesellschaft eingeladen. Die Operation gliedert sich in 4 Phasen. Squall Ian hat Ex, der hat uns doch ganz am Anfang von Final Fantasy wie wir noch Level 1 waren eingeladen, oder? Ja, das sind im nächsten Eldon irrelevant. Super. Die erste Phase ist die Ausschaltung von Gaius rechter Hand. Prefectus Ritalin Sas Avirna. Ritatin. Unsere Informanten berichten, dass er sich von Custom Occidents auf den Weg zur Inspektion des galäischen Vorpostes gemacht hat. Ritalin, ja. Und diese relativ kleine Inspektionstruppe wie eine Spezialeinheit unserer Abenteurer angreifen. Was? Also, unter deiner Führung, Shardon. Indem wir den berüchtigten Militärstrategen Ritatin ausschalten, machen wir auch seine Leute in Custom Occidents unschädlich. Ein chaotischer Haufen ohne Führung. Er gibt auch nicht auf. Dann kommt Phase 2, Isolation von Castrum Meridianum. Die Truppen des Mahlsturms werden das führlose Lager Occidents umzingeln, sobald Ritatin von dort aufgebrochen ist. Zur selben Zeit wird die Mahlsturmflotte unter Merlwips Führung Castrum Marinum abriegeln. Genau, und währenddessen umzingelt die Bruderschaft der Morgenviper Custom Oriens. Er sagt, wir sollen uns nicht mit Details aufhalten und dann sogar die Silphen haben versprochen, dass sie den Unsri uns zu Hilfe kommen. Phryxio will die Opfer rächen, hat sie gesagt. Der Plan ist viel zu kompliziert, wenn einer fällt, kackt alles ab. Ja, das stimmt. Dann Phase 3, die Verteidigung von Custom Meridianum wird ausgeschaltet. Dabei verlassen wir uns zum einen auf die Legion der Unsterblichen, die als Hauptteil der Allianz-Streitkräfte Castrum Meridianum attackiert. Sie soll die 14. Legion beschäftigt halten. Und währenddessen wird ein weiterer Trupp in das Innere der Anlage eindringen und den Magitek-Schutzschild deaktivieren, welcher das Praetorium schützt. Dort vermuten wir die Ultima-Waffe. Das bedeutet wieder dein Einsatz, Shardon. Überbewertet. Einfach reinrennen und drauf. Genau, das ist die Taktik. Ja, rein und drauf. In der Zwischenzeit wird Kane Senna eine Sondereinheit der Bruderschaft der Morgenviper anführen, um die Verbindung zwischen Castrum Sentry und Meridianum abzuschneiden und alle Hilfstruppen von Mordona am Durchkommen zu hindern. Um mehr geht's am Ende auch nicht. Ja, eben. Ruft die Avengers an. Jo. Richtig. Die beiden Anlagen sind durch Eisenbahnschienen verbunden, auf denen der galäische Phantomzug verkehrt. Diesen Transportweg durchtrennen wir. Dann ist Castrum Meridianum isoliert. Dann beginnt Phase 4. Ich habe schon wieder vergessen, was Phase 1 ist. Rauban wird von den Haupttruppen Castrum Meridianum stürmen. Das wird der Abenteuereinheit unter der Führung von Shardon Astra erlauben, in die Forschungseinrichtung im Keller der Anlage einzudringen, die Ultima-Waffe zu finden und zu zerstören. Das wird ein Bosskampf. Wie oft ich das durchlaufen musste wegen Zufall Hauptszenario, oh je. Wieso laden die Gaius bald dann nicht zu dem Meeting mit ein? Dann könnten sie ihn totquatschen. Guter Plan, Johnny. Das wäre der Plan. Dann brauchen wir nur noch die Umsetzung in umzusetzen. Ah ja, okay. Mit diesem Kampf müssen wir alle zusammenarbeiten. Insgesamt sind 12 Organisationen beteiligt. Und wie ihr wisst, gab es auch 12 Weise, die Exegeten. Deswegen nennen wir die Operation auch Marsch der Weisen. Der Marsch der Retter Eoseas gegen diejenigen, die ihren Untergang bedeuten würden. Viele Zivilisten sind inzwischen zu uns gestoßen. Mitglieder der freien Gesellschaften zum Beispiel. Alle spüren, dass es diesmal auf jeden einzelnen Kämpfer ankommt. Und wie bisher werden wir natürlich in engem Kontakt mit den staatlichen Gesellschaften bleiben. Istola, Ida und Papalimo begleiten die Aktion an jeder der 3 Stadtstaaten. Vor allem kann man nichts mehr skippen, beim ersten Mal okay. Urianga, du bist für Ulda zuständig. Sobald dort alles geregelt ist, kehr hierher zurück. Naja, ist ganz gut zum XP-Farmen. Okay, aber ich muss keine XP-Farmen, ich bin total overleveled. Aber die 100. Mal danach, die du da reingehst, okay.
Tataru hilft Orange dabei, sie zu, dass alle stets auf dem Laufenden sind. Thumbs up. Minfilia, Sid und ich werden die Hauptstadtkräfte als Verbindungsleute begleiten. Kann man gut YouTube nebenbei schauen. Oder Twitch. Und du wirst die Abenteuereinheiten anführen, Jardon. Deine Rolle ist die bedeutendste von allen und wahrscheinlich die gefährlichste. Was es einmal zu einer solchen Konfrontation kommen musste. Aber mit vereinten Kräften werden wir die Gallianer zeigen, dass Eorzea nicht ihnen gehört. Ich spiel Planet Zeit. Jo. Du musst dich zuerst im Lager der Legion der Unsterblichen nördlich von hier melden. Bitte sag mir, wenn du bereit zum Aufbruch bist. Ich weiß, du wirst uns nicht enttäuschen. Möge die Kraft des Urkristalls dich leiten. Mir ist nicht klar, was langweiliger ist. Das oder mir fällt nichts ein, dass sie hat gewonnen. Sei nicht so fies. Leute, wir haben uns hier heute versammelt, um dem dunklen Treiben von dieser ultimativen Waffe ein Ende zu setzen. Und damit gehen wir los. Komm, wo müssen wir hin? Ei, was? Einfach raus? Okay. Halt die Klappe und töte sie mit Blitzen, die du aus deinem Arsch schießt. Brauchst du Unterstützung für die Dungeon? Ich habe keine Ahnung, ob ich sie brauche, aber ich nehme sie gerne an. Also wenn du Lust hast mitzuspielen, kannst du mich gerne adden und du kannst mitkommen, wenn du da Lust drauf hast. Sehr gerne. Dafür spiele ich ja auch ein MMO und streame. Annehmen. Ja. Okay. So, Sekündchen. Ich weiß halt nur nicht, ist das jetzt ein Dungeon? Geht's jetzt in den Dungeon? Das wäre nämlich jetzt mega nice. Ich hab so Lust auf keine Videosequenzen mehr und einen Dungeon. So, der Abenteuer, bla bla bla. Zuerst muss Ritalin aufgeräumt werden. Okay, ja, du bist so ein Blepp, mit dir rede ich jetzt nicht. Das sind zwei Dungeons aufeinander. Oh, Jesus. Nicht einfach durch? Muss ich die zwei Dungeons direkt nacheinander machen oder habe ich zwischendrin Pause? Weil der Tiro das meinte, dass ein so ein Dungeon 45 Minuten dauert und beide würden dann ja 90 Minuten dauern und ich glaube, so viel Zeit habe ich heute nicht mehr. Ich glaube, da ist eine Pause, okay. Ah, da musst du kommen. Ja, komm. Wenn das jetzt eh so lang dauert, dann. Ja, du kannst die Zwischenpause machen, okay. Ich glaube, 90 Minuten habe ich jetzt nicht mehr ganz. Erklären Sie das den nächsten Plan oder was ist? Achso, in der Pause meinst du? Normalerweise würde ich es durchlesen, aber. Ja, 45 Minuten, weil man nicht skippen kann. Davor war es in 20 Minuten durch, ja. Das ist halt das Ding jetzt, ne? So eine Verflucht. Aber auch. Mal ernsthaft, was ist das? Das Fuckboy-Uniform. Operation der Marsch der Weisen hat begonnen. Let's go. Das ist eh nur unwichtiges Gebrabbel von dem Typen, oder? Er redet jetzt nur davon, wie stolz er ist. Und so. Nee, das erste ist Castrum Meridianum und das zweite Praetorium. Der Arsch der Weiß. So. Sind die Dungeons wenigstens halbwegs anspruchsvoll? Oder zumindest nicht zum Einschlafen langweilig? Ich renne da einfach durch. Skippen kann man nimmer, weil es halt story-relevant ist.
Viele Neulinge sind dann reingegangen und konnten nicht sehen, weil alle nur gerusht sind. Ich bin da schon eingeschlafen. Was, echt jetzt wirklich eingeschlafen? Beim ersten Mal ist es interessant, okay. Ah, so. Okay. Dann lade ich dich jetzt mal ein, hätte ich gesagt, ne? Und dann, wenn du fertig bist, würde ich mal queuen. Ich sag mal Auswahl aufheben auf alles und geh dann da rein. Wow, ist ein 8er Dungeon. Okay, it's first time. First time, cool. Let's go, letzter DD. Ach komm, was ist mit dir los? Hau ab. Kann ich mir jetzt schon besseres Zeug anlegen von Rio? Nee, ne? Das sind nicht die 45 Minuten Dungeons. Ist nur ein Fight erstmal, die Dungeons sind aber auch 8, okay. So, DD wollt nicht. Nochmal. Und der letzte DD, wieder AFK, sehr nice. Ich liebe, endlich. Erster 8-Mann-Content, jetzt bin ich schon minimal gehypt. Voller Trupp. Das eine ist leichter Trupp, das, ich hätte mir jetzt einen schweren Trupp erwartet zumindest. Servus. Da hast sich wohl jemand in der Wüste verirrt. Dich habe ich doch schon mal gesehen. Ach, aber natürlich, du hast den Koboldgott abgeschlachtet. Jo, das war ich. Ist das etwa den sie einen Helden nennen? Dachte ich mir doch, dass das Geplänkel da draußen nur zur Ablenkung dienen sollte. Einfach auf den Boss prügeln, okay? Während du hier daher spazierst mit deinen Kumpanen, mich umbringst und meine Truppen Custom Ossidans führerlos machst. So habt ihr euch das gedacht, hm? Eine kühne Strategie. Aber ob ein dahergelaufener Abenteurer sie umsetzen kann? Wie dem auch sei, ihr seid keine Gegner für mich, aus dem Weg. Schickt eine Nachricht an Ossidans heraus, dass die Limser uns auf die Nerven fallen wollen. Sehr wohl, mein Präfektus. Warum beim ersten Mal so aufgeregt bei dem? Danach war ich, naja, enttäuscht. Ja, ist halt. Also war beim ersten Mal so aufgeregt, okay. Du bist ja immer noch da. Soll ich deinem beschränkten Hirn etwas zum Nachdenken geben? Was glaubst du, hat Legatus Gaius von Van Belsar im Sinn? Retten will er euch ja sehr aus eurem Elend. Hungersnöte und Fäden und alle möglichen Unfreiheiten. Vor der Eingliederung in das Galäische Reich hatten alle Provinzen mit unzähligen Plagen zu kämpfen. Auch meine war keine Ausnahme. Kann ihn bannen, dann ist er weg. Doch der Legatus nahm die Völker im Namen des Kaisers in sein großes Reich und auf und löste ihre Probleme mit Entschlossenheit und Wohlwollen. Gaius ist nicht der Feind eher sehr, als wie er denkt. Er liebt dieses Land. Unter seiner Führung gibt es keine Ungerechtigkeit. Natürlich existieren in jeder Gesellschaft Unterschiede, aber wer Talent und den Willen zur Leistung hat, wird seinen gerechten Teil erhalten. Auch jemand wie ich aus einer angegliederten Provinz hat die Möglichkeit, bis an die Spitze aufzusteigen. Ganz anders als bei eurer Herrschaft, der Schwächlichen, die sich willkürlich Göttern beugt, dem Chaos Tür und Tor öffnet und blinden Zufall walten lässt. Ich habe kein Nein gehört. Nein! Gaius will Frieden und Gerechtigkeit für ganz Eorzea. In diesem Eorzea gibt es keine Schwäche, keine Götzen und keine Regellosigkeit. Jeder kann selbst all die Fähigkeiten verwirklichen, die ihm angelegt sind. Damit alle Vernunftbegabten ihr Potenzial verwirklichen können, braucht er die Stärke und Herrschaft über eure Reiche. Kannst du jetzt endlich Ruhe geben und... Komm, greif an. Du bist vielleicht einer der Besseren unter den Abenteurern, aber wenn du dich... nicht beugst, werde ich dich der gerechten Macht unterwerfen, die Gaius euch bringen wird. So, jetzt. Ich, Ritter Tinsas Arvirna, Präfektus des Galäischen Reichs, Diener von Legatus Gaius van Belsar, Schwert und Schild des Kaisers von Garlemald, werde dich vernichten. Ach, das ist. Wenn der Typ was unterschreiben muss, ne? Da tut mir leid. So, let's